Folge ist wieder eine Interviewfolge und mein Gast heute ist Anna. Anna war lange Unternehmerin in der Industrie, dann hat sie die Branche gewechselt, wurde Immobilienunternehmerin, dort ist sie noch heute und gleichzeitig ist sie Aufsichtsrätin und hat mehrere Stiftungen. Und Anna hat viele, viele Jahre in ihrer Beziehung narzisstischen Missbrauch erlebt. Anna ist bereit, heute von ihren Erfahrungen zu berichten, aber wir machen das Ganze Teil anonymisiert. Deswegen werdet ihr im Podcast sowieso nicht, aber auch auf dem YouTube-Kanal Anna nicht sehen. Und wir werden auch den richtigen Namen nicht verraten, einfach um sie dahingehend auch noch ein bisschen zu schützen. Das nur zum Verständnis. Jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Anna. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch wenn das Thema nicht ganz einfach ist für mich. Umso dankbarer bin ich, dass du heute hier mit dabei bist, weil es ist so, so wichtig, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, über das Thema aufzuklären. Und ich sehe das gerade bei meinem TikTok-Kanal, da mache ich auch ganz viele Content-Videos zum Thema und ich bekomme ganz, ganz viele Kommentare. Du hältst mir gerade den Spiegel wunderbar vor. Ich habe gar nicht gewusst, dass das eine Persönlichkeitsstörung ist oder dass es so etwas gibt. Du sprichst gerade von meiner Beziehung, also ist ganz viel Aufklärung hier gerade auch nötig. Und deswegen schön, dass wir da mit dir auch ja, Reality-Beispiele aus dem Leben haben. Anna, ich habe dich ja gerade schon vorgestellt, zumindest was den beruflichen Kontext betrifft. Wie lange ging denn deine Beziehung mit deinem damaligen Partner? Alles zusammen sprechen wir über 18 Jahre. Wenn man das so eine Fernbeziehung, deswegen sind die 18 Jahre jetzt nicht so, als würde man 18 Jahre mit jemandem im gleichen Haushalt leben. Also wenn man das jetzt vielleicht, man kann es nicht zusammendampfen, aber zwischen einzelnen Begegnungen waren dann auch immer locker eine Woche, 10 Tage Abstand. Ja. Aber nichtsdestoweniger war es sehr intensiv und wenn man dann am Tag bis zu 7-mal telefoniert und lange telefoniert, dann muss man dann auch nicht sozusagen nebeneinander sitzen. Also es war schon sehr intensiv. Ja, wie fing eure Beziehung an? Wir haben uns auf beruflicher Ebene getroffen. Also vor den Dating-Plattformen war ja der Arbeitsplatz die beste Vermittlungsplattform. Es ist immer noch 24 Jahre älter, erschien er plötzlich als weißer Ritter in einer beruflich sehr schwierigen Situation als Anwalt und ich war sofort hingerissen. Was hat dich besonders fasziniert? Die Präsenz, die Stärke. Also ich bin, man sagt mir zu, ich sei eine sehr starke Frau. Wahrscheinlich bin ich das auch. Und ich war auch immer sehr viel weiter als meine Altersgenossen, sowohl so mental als auch beruflich. Ja, also ich war ganz früh mit 30 schon da, warum die meisten Männer erst mit 40 sind. Und deswegen war es natürlich auch wahnsinnig schwer, einen Partner zu finden, bei dem ich das Gefühl hatte, dass ich unterlegen bin. Also habe da schon durchaus ein konservatives Rollenverständnis, was das Privatleben betrifft. Und da war jetzt plötzlich jemand, der war unglaublich präsent, unglaublich charismatisch. Jemand, an den ich mich anlehnen konnte und aufschauen konnte. Und wo ich auch keine Scheu hatte, auch meine Schwächen auch mal zu zeigen, weil ich zumindest am Anfang nicht das Gefühl hatte, dass diese Schwächen ausgenutzt werden. Warst du damals auch schon so eine starke und selbstbewusste Frau oder du hast gerade die Schwächen noch angesprochen? Ich habe mir eine Menge zugetraut. Erstaunlicherweise hat mir mein Umfeld unfassbar viel zugetraut. Also wenn man überlegt, dass mir mehrere Investoren zu einem Zeitpunkt, da war ich noch nicht 30, Chefposten zugetraut haben und mir zugetraut haben, dass ich ein Firmenkonglomerat irgendwie saniere, dann muss ja auch die Wahrnehmung von anderen, von Profis, von Älteren auch entsprechend gewesen sein. Also ich habe mir eine Menge zugetraut. Manchmal habe ich auch diese Stärke
macht ja auch so ein bisschen einsam, nicht? Weil du kriegst immer die schwierigen Sachen umgehängt, darfst aber bloß keine Schwäche zeigen, ja, weil die macht das schon. Und dann war ich manchmal auch eifersüchtig so auf die Mädels, die so ihre Schwäche nach vorne gestellt haben, so als Schutzschild, und da haben sich immer alle drum gekümmert und ach Gott, der muss geholfen werden und so, aber mir wurde nicht geholfen, weil die kann das ja. Mhm. Und insofern ein Sparringspartner, starke Schulter dann zu finden, die einen dann tatsächlich noch trägt. Er hat irgendwann mal gesagt, manche Sachen sollte ich unbedingt lernen, und lernen ist auch schmerzhaft, aber er ist da, wenn ich falle. Ja, also wie so ein, wenn man in Bildern sprechen will, wie jemand, der sich in die Pfütze wirft, wenn du über die Straße gehst. Ja. Und das hat mich unglaublich beeindruckt. Oder es hat mir so eine Sicherheit gegeben und so viel Kraft. Das hat mich auch noch zu mehr Stärke motiviert oder hat mich auch Dinge machen lassen, die ich auch aus heutiger Sicht, aus erfahrener alter Unternehmerinnensicht, wo ich sagen würde, meine Güte, hatte ich ja nur Wurzel, nicht? Also das würde ich vielleicht heute, würde ich dann dreimal drüber nachdenken. Ich bin ja, rede jetzt auf der geschäftlich-wirtschaftlichen Ebene. Ne? Ja. Und wie ging eure Beziehung dann weiter? Das blieb eine Fernbeziehung. Das fand ich jetzt auch gar nicht schlimm. Natürlich hätte ich mir deutlich mehr auch physische Nähe gewünscht. Aber wenn man so viel im Job ist, hat man ja auch gar nicht Zeit. Dann ist dann, sagen wir mal, sogenannte Quality Time, also ein intensives Wochenende, fand ich dann auch viel inspirierender, als wenn ich jetzt den Alltag hätte teilen müssen. Also das hat mich vom Prinzip her, hat man natürlich jemanden gerne komplett sicher zu machen, aber objektiv gesehen war das okay so. Ja. Mhm. Wie gesagt, siebenmal am Tag telefonieren, kann man ja jetzt nicht sagen, dass man unter Abwesenheit oder Distanz irgendwie tatsächlich hätte leiden müssen, außer der physischen. Ja, und du hast zwei Kinder mit ihm? Ja, nein, nicht mit ihm. Die so. Hatte ich schon, ja. Ach, die hast du mit in die Beziehung reingebracht? Ja. Okay, und was war so eine Situation, oder anders gefragt, welche typischen Strategien von Narzissmus hast du erlebt? Na, also es gibt ja Schuldzuweisung, das Abwerten, das Beleidigen, das Ignorieren über Tage, über Wochen, bis hin zu körperlicher Gewalt. Was hast du erlebt? Nein, körperlich nie, gar nie. Ich glaube, wenn man sich dieses Portfolio von Narzissten anguckt, glaube ich, dass er ganz tief im Inneren ein das Portfolio von Narzissten anguckt, glaube ich, dass er ganz tief im Inneren ein sehr deprimierter Mensch war, der nach außen natürlich das durch eine unfassbare Gloriosität verdecken musste. Also nur ihm werden die einzigen besten Angebote des Universums gemacht. Die Sonne dreht sich um nicht die Erde, sondern direkt um ihn. Ja? Also, ja. Da gab es überhaupt keinen Zweifel. Und dann ist man ja aber als intelligenter Mensch, stellt man natürlich schon mal fest, dass es vielleicht nicht so ganz stimmen kann. Beziehungsweise fehlt dann natürlich auch jegliche Kritikfähigkeit. Also man konnte überhaupt kein Thema, was auf der persönlichen Ebene lag, wo man gedacht hat, na, da müssen wir mal beziehungstechnisch dran arbeiten, ansprechen, ohne dass es sofort eine erniedrigende Suada von das weißt du alles und stell dich nicht so dumm an und wer so intelligent ist, braucht mir doch mit so einem Quatsch nicht zu kommen. Also so Worthülsen, die über mich übergeschüttet wurden, die das Problem auf meine Ebene verlagert haben und wie kann ich es mit so einem Mickey-Maus-Thema in sein Universum irritieren, ne? Das war so, und das ging wirklich am Anfang, weil ich das noch gar nicht so richtig einschätzen konnte, bis ich natürlich geheult habe, also bis ich wirklich da saß und ein einziges Häufchen Elend war, weil ich es auch nicht fassen konnte, weil intellektuell darüber nachgedacht völliger Blödsinn war und völlig unfassbar so eine Gesprächssituation, aber man steckt da halt mittendrin und sagt, was geht denn? Er kann das doch nicht so darstellen.
Oder ganz, ganz einfach, am einfachsten für ihn aus seiner Sicht war das immer, das weißt du doch alles. Ich stelle dich nicht so an, das weißt du doch alles. Ja, nein, wusste ich nicht, hat mir niemand gesagt, das ist mir vollkommen neu, ich möchte das gerade ansprechen, völlig vernünftig und mit ruhigem Ton, bitte erklär mir dies und sag, weißt du doch alles, ach, lass mich doch, ich habe keine Zeit für sowas. Aber das Thema erstmal weggewischt und das, so ging es eigentlich los, dass ich gedacht habe, verstehe ich, diese Verhaltensweisen kann ich nicht einordnen, komme ich auch nicht mit klar, tun mir auch weh. Naja, aber durch diese Distanz, dann ist man einen Tag, ist man völlig konsterniert und total traurig und verletzt und den nächsten Tag auch und dann ist man irgendwann wütend und dann geht die Wut auch irgendwie wieder zurück und dann sind schon wieder 7 Tage um und dann hast du es doch alles wieder vergessen, weil man fliegt dann was, weiß ich, schnell mal übers Wochenende irgendwo und dann, ja, denkst du, mein Gott, stell dich nicht so an, er ist halt ein bisschen impulsiv. Ne? Man macht sich dann auch selber gerne dann klein. Und hofft, dass das nicht wiederkommt in der Form, sondern dass sich das irgendwie einfummelt, dass es so ein Abwehrgefecht war. Halt musste halt so sein Bild aufrechterhalten, okay, aber das wird sich schon geben. Ja, und gab es so eine Situation, wo du dann gemerkt hast, nee, stopp mal, hier läuft was ganz doll schief? Gab es den Moment? Gab es ganz viele Momente und eine sehr gute Freundin von mir meinte, ich hatte mich über die 18 Jahre ungefähr 100 Mal getrennt. Ja, ich natürlich auch ganz liebe Menschen, die mir sehr wohl gesonnen waren, natürlich auch mit meinen Beziehungsproblemen auch, ich sag mal, belästigt haben. Die haben alle liebevoll zugehört und haben sich auch nie beschwert, dass ich sie ständig angerufen habe. Stell dir vor, er hat wieder das gesagt und ich verstehe gar nicht. Und ne? Also die haben da alle ihr Ohr geliehen und haben mich erlitten. konnten mir natürlich nicht helfen, aber die haben auch gesagt, ja, an dem Punkt warst du schon so häufig, die Entscheidung musst du selber treffen, was sollen wir dir dazu noch sagen? Es ist für uns außen, nach Außenstehende vollkommen offensichtlich, dass es eine unerträgliche Situation ist. Ja. Die Entscheidung musst du alleine treffen, nicht? Also insofern ja, ich bin aber auch stärker geworden. Das war faszinierend. Also immer, wenn ich dann gemerkt habe, wenn ich mich wirklich mit aller Gewalt wehre, hat er keine Sprache mehr, hat er keine Mittel mehr. Fand ich auch cool. Dass ich also das ein oder andere Mal gemerkt habe, hey, wenn du so gegen so ihn frontal angreifst und so klar bist in deiner Person, hat er keine Antwort mehr darauf. Er kannst ihm fast einen Regen durch die Nase ziehen. Also das über so eine lange Zeit geht das natürlich, kann man, also wie gesagt, wenn man selber wächst und da habe ich mir dann so manchmal so meinen eigenen kleinen Rachefeldzug gefahren, einfach um mein verletztes Selbstbewusstsein. Ich bin nicht so, das ist nicht meine Art. Aber es hat meinem verletzten Selbstbewusstsein schon auch geholfen, dann auch mal zu siegen, sag ich mir. Ja. Ja. Aber ich habe einen Kampf in einer Beziehung, braucht ja kein Mensch. Also es gehört da eigentlich auch nicht hin. Ja, richtig. Ist auch wahnsinnig anstrengend, ne? Ja, furchtbar. Und vor allen Dingen, es tut auch so physisch weh. Also ich, sicherlich viele andere auch, reagiere auch sehr psychosomatisch. Das ist ja, wenn irgendwas passiert, dann kriegst du erstmal diese unglaublichen Panikattacken. Sämtliches Adrenalin sammelt sich von mir aus in Beinen und Armen und du bist wie paralysiert, kannst nicht mehr denken, kannst nicht Auto fahren. Du kannst eigentlich dich nur irgendwo hinsetzen und heulen und hoffen, dass dieser Druck aus dem Körper rausgeht und du wieder ein handlungsfähiger Mensch bist. Und das kann manchmal 2 Tage andauern, so was Ähnliches wie eine Panikattacke. Da kannst du auch in der Situation keine Entscheidung treffen. Bist ja handlungsunfähig. Ja. Ja. Und du hast gerade gesagt, verletztes Selbstbewusstsein. Was hat die Zeit mit dir gemacht, rückblickend gesehen? Aus heutiger Sicht weiß ich ganz genau, was ich für mich nie wieder akzeptiere. Ich weiß, habe auch für mich eine ganz klare Position, dass ich würde mich für einen Mann, sage ich mal so, auch nicht mehr rausputzen oder mich nicht mehr darstellen, auch nicht versuchen, von meiner besten Seite zu zeigen.
Ganz im Gegenteil, ich würde heute eher sagen, ich mute mich einem potenziellen Partner so zu, wie ich bin, take it or leave it. Und wenn du keinen Bock auf mich hast, dann lass es bleiben. Dann habe ich auch, ja. Also das ist schon eine sehr starke, entweder bin ich alleine oder ich bin ganz natürlich. Und eher, wenig, mache mich nicht attraktiver oder stelle mich nicht dar, sondern bin einfach vollkommen normal. Und anders möchte ich auch nicht mehr sein. Das ist ein, sagen wir mal, positives Ergebnis. Und Lehre für mich, dass ich gelernt habe, dass ich über sehr viele Jahre, und das haben sicherlich viele andere auch, meine eigene Würde verletzt habe. Ich habe zugelassen, dass meine Würde verletzt wird, und das bedeutet ja letztendlich, dass ich meine Würde nicht ernst genommen habe, dass ich meine Seele nicht ernst genommen habe. Und als mir das, wie ordnest du deine eigene Würde eigentlich ein? Wie hoch steht die? Du schützt sie nicht, du achtest sie nicht. Und als ich mir das so auch morgens aufgestanden und so mir selber erzählt habe vom Spiegel, ging es dann auch, habe ich mich wirklich relativ schnell da rausschrauben können. Weil das für mich ein entscheidender Aha-Moment war. Und dass auch ein schönes, tolles Wochenende und teure Geschenke und Schmuck und weiß nicht was nicht rechtfertigen, sich zu sich selbst zu stehen. Ja. So. Also gab's jetzt nicht so diesen einen Moment, was weiß ich, eine Situation mit ihm, wo du gesagt hast, jetzt reicht's, sondern es war mehr so ein schleichender Prozess, so ein gedanklicher Prozess, wo du dann eben eines Morgens gemerkt hast, geht absolut nicht, mir reicht's. Ich habe mich auch mehrfach auch wirklich offiziell getrennt, also so mit Mathematik, hallo, ich folgende Informationen von Sender zu Empfänger, wir sind nicht mehr zusammen. Aber ja. Das hat er einfach ignoriert. Also so nach dem Motto, es rennt sich schon wieder ein. Also es hat überhaupt gar nicht ernst genommen. Also manchmal, klar, hat er dann natürlich irgendwelche Berge versucht zu versetzen, sich niemals entschuldigt, das ist nicht die Ebene, sondern das einfach ignoriert, und es hat auch oft funktioniert, das einfach zu ignorieren. So, naja, so schlecht ist der Typ ja gar nicht, ja. Wenn er mich nicht ständig zum Heulen bringen würde, wäre es der geilste Typ des Universums, ja. Das ist der Mann, ja. Ja. So, da ist man natürlich wie so eine Fliege geneigt, immer wieder an den Fliegenfänger zu fliegen. Aber meine Position habe ich trotzdem in diesen Phasen immer wieder hinterfragt, immer wieder mit mir selber gearbeitet. Ich Phasen immer wieder hinterfragt, immer wieder mit mir selber gearbeitet. Ich hatte dazwischen auch einen Burnout, der hatte mehr geschäftlich sicherlich so sagen wir, seine Auslöser, aber die Beziehung war natürlich hat natürlich auch alle meine Kräfte gefordert, so dass das sicherlich alles zusammenkam, und dann war mir natürlich auch im Kontext mit der Therapie, die ich da gemacht habe, auch klar, auch wenn das nicht Gegenstand der Therapie war, dass ich solche Situationen einfach nicht mehr zulassen darf. Ja. Ich erinnere mich an eine Szene, da haben wir uns irgendwo anders, also nicht in meiner Heimatstadt getroffen, ein kleines Mittagessen, und ich habe gesagt, du, mir geht's nicht gut. Ich habe einen Burnout, ich suche mir jetzt einen Therapeuten, mir geht's wirklich überhaupt gar nicht gut. Und er fing von irgendeinem geschäftlichen Thema an. Ich sage, bitte, ich kann jetzt nicht. Ich kann nicht. Er stell dich nicht so an. Bitte, ich möchte jetzt nicht über geschäftliche Dinge. Lass uns einfach diesen Kaffee trinken und dieses Schöne und das Wetter. Bitte, ich möchte jetzt keine geschäftlichen Themen. Er stell dich so. Und er hat immer wieder von diesem Thema angefangen, wollte mitten reingehen. Und dann habe ich Nervenzusammenbruch bekommen. Ich an diesem Tisch einen Nervenzusammenbruch geschrien und geheult. Die Kellnerin ist angerannt. Kann ich was tun? Und ich sage, nein. Dann bin ich erstmal auf die Toilette und habe mich erstmal wieder beruhigt. Bin total zusammengebrochen. Und das war sicherlich ein Moment, wo ich gesagt habe, ich darf da nicht mehr hinkommen. Dann muss ich einfach vielleicht nicht die Beziehung beenden, weil ich schaffe das jetzt irgendwie gerade nicht. Das ist mir zu viel auf einmal. Aber einfach den Kontakt minimieren. Und sagen, nö, ich kann nicht, will nicht, bin fertig, ich brauche Auszeit, ich will jetzt schlafen. Ich habe dann zum Beispiel gesagt, ruf mich nie mehr vor,
so und so viel Uhr an, weil so die Routine war, mich morgens auf dem Weg zum Bad. Das war eigentlich sehr schön. Und wenn das mal nicht kam, war ich ja ganz irritiert. Aber dann habe ich gesagt, das ist mir zu früh. Ich brauche 2 bis 3 Stunden morgens der Menschwerdung und ich brauche dann deine Stimme nicht. Ja. Und er so, okay. Also hat er sogar akzeptiert, weil er gemerkt hat, das bin ich ernst. Da muss er aufpassen. Ja. Ja, und insofern habe ich mich da Erkenntnis und mein Handeln, das war so ein langer Prozess. Immer wieder. Land gewinnen, sag ich mal, Positionen gewinnen, erst ihm gegenüber und dann für mich selbst auch klar zu manifestieren, also da will ich, hinter diesem Punkt will ich nicht mehr zurück. Aber es war ein langer Weg. Ja, rückblickend gesehen, wie siehst du jetzt diese 19 Jahre? Ist es was, wo du sagst, war eine Erfahrung, die mich hat menschlich wachsen lassen? Ist es was, wo du sagst, mich hat menschlich wachsen lassen? Ist es was, wo du sagst, hätte ich mir sparen können? Hätte ich schon nach 5 Jahren checken können und sein lassen können? Oder gibt es ja auch die Menschen, die sagen, es ist verschwendete Lebenszeit? Nein. Also, jede Erfahrung macht einen ja stärker und reicher. Und ich wäre nicht die Person, die ich heute bin, mit der auch ganz klaren Position und Erkenntnis, was für mich nicht mehr in Frage kommt, wenn ich das nicht erlebt hatte. Und es hatte auch ganz viele tolle Phasen und ich habe auch wahnsinnig gelernt und profitiert. Er hat mich auch ganz toll unterstützt. Das ist nicht der Punkt. Für den Preis, dass ich mich ihm komplett unterwerfen musste, also jetzt nicht physisch und auch nicht sklavisch, sondern ich hatte mich bereit zu halten und ich musste jegliche unannehmbaren Verhaltensweisen und alle Sachen, die völlig unakzeptabel waren, hatte ich zu akzeptieren. Das war der Preis. Beispiel noch, sehr schön. Ja, ich fliege dann und dann dort und dorthin. Willst du mitkommen? Ich sage, ja klar, hatten wir ja oft. Ich schon Flüge rausgesucht, pipapo. Und dann, ja, ich melde mich. So, und dann meldet er sich einfach 3 Tage nicht. Ist auch nicht erreichbar, Telefon ist aus. Und dann, dein Wochenende ist im Eimer, vielleicht hatte ich sogar schon einen Flug gebucht, den konnte ich nicht antreten. Und dann hinterher zu sagen, was ist denn los? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Es hat halt nicht funktioniert. Ja? Mich sozusagen mein ganzes Leben entweder zu arbeiten oder nach ihm irgendwie auszurichten, das war der Preis und der ist eindeutig zu hoch, ganz klar. Ja. Aber ich habe unheimlich viel gelernt und ich wäre nicht diese Person. Manchmal kann man sagen, okay, muss man das über 18 Jahre oder kann man das über 18 Jahre oder kann man da nicht schon früher den Exit finden? Vielleicht, ja, vielleicht hätte ich mich schon früher klarer positionieren müssen. Aber wenn du den Kopf so voll Beruf hast und auch so berufliche Probleme hast, dann hast du ja auch eine klare Priorität und sagst, okay, Job, du musst ein paar Arbeitsplätze retten oder was auch immer, was gerade ansteht. Beziehung ist dann halt das Letzte. Wenn du dann dafür keine Kraft mehr hast, da endest du auch nichts. Dann redest du dir ein, naja, es ist was Schönes, das nimmst du mit, das wirst du auch nicht missen. Du brauchst ja wenigstens ein bisschen schöne Abwechslung von dem Arbeitsstress, aber jetzt eine zweite Front aufzubauen, nicht jetzt, hast du nicht die Kraft für. Ja. Und ja, ich wäre heute nicht so klar und wüsste nicht so knallhart, was ich möchte und was ich nicht möchte und würde mich damit nicht so sauwohl fühlen, wenn ich diese Erfahrung nicht gehabt hätte. Ja, gleichzeitig merken wir aber ja in dem Moment nicht, dass diese Beziehung uns eigentlich wahnsinnig viel Kraft kostet, die uns im Job auch wiederum fehlt. Weshalb es dann im Job natürlich auch Probleme gibt, ne? Klar, also ich glaube, ob ich diesen Burnout in der Art und Weise gehabt hätte ohne diese Beziehung, das ist jetzt reine Spekulation. Ne? Ja. Aber deswegen habe ich diese Szene da erzählt, die mitten im Burnout war. Also hatte keinerlei Verständnis dafür, dass ich irgendwo einen Punkt bei mir erreicht ist, an dem ich einfach nicht mehr kann, weil das passte ihm gerade nicht in sein Konzept. Hat nicht akzeptiert. Ja. Insofern war das sicherlich eher wie ein Brandbeschleuniger, weil er nämlich bei allem Verständnis für die ein oder anderen Herausforderungen, die ich zu bewältigen hatte,
dafür kein Verständnis hat, sondern eigentlich das als Liebes- oder Zeitentzug gewertet hat und mich eher noch bestraft hat, dass es mir jetzt nicht so gut geht. Hier, nimm dich zusammen. Ja. Wann hast du gemerkt, dass das Narzissmus ist? Ich habe das ein oder andere Buch gelesen. Und da bin ich über den Begriff gestolpert und habe mir dann zu dem Thema Narzissmus das ein oder andere durchgelesen und habe dann plötzlich alles verstanden. Ja. Plötzlich war alles sonnenklar. Also es war eine Erlösung. Auch diese unterschiedlichen Typen von Narzissten, also ihnen dann einzuordnen, nicht? Weil wenn man kurz Definitionen liest, dann passt dann vielleicht das eine, das bei diesen Grandiosen, ne? Die passen ja dann nicht so auf diese kurze Definition, da muss man da so ein bisschen nochmal ein bisschen um die Ecke denken und lesen. Und als ich das aber plötzlich diese Beschreibung mal eine etwas längere, ausführliche Beschreibung gelesen habe, ich dachte, mein Gott, ja, genau, perfekt, das ist ja wie ein Abziehbild, das ist ja unfassbar. Und dann machten auch die Geschichten Sinn, die er mal von seinem Vater erzählt hat. Also ich erinnere mich an bei unserem allerersten Date, da kannten wir uns gar nicht. Da hat er plötzlich so einen Blick in die Ferne gekriegt und von seinem Vater und der heute so nicht mehr zu interpretieren fehlenden Anerkennung, um die er immer gekämpft hat, erzählt. Das fand ich total berührend und sehr ehrlich und offen für einen Mann und hat mich auch, ja, hat mich angerührt. Und dann war dann plötzlich, nachdem ich mich mit Narzissmus auseinandergesetzt habe, völlig klar plötzlich, was da eigentlich sozusagen mit Ursache gewesen ist für diese Verhaltensweise. Ja. Wie siehst du ihn heute? Ist es neutral? Tut er dir leid? Sind da negative Emotionen? Ich finde es traurig, dass er mir als Gesprächspartner überhaupt nicht zur Verfügung steht, weil er ist ja jetzt auch schon erheblich älter und auch nicht mehr so gesund, dass sich sein Verhaltensmuster reduziert auf diese narzisstischen Muster. Also verneinen, lügen, sich die Welt einfach komplett anders hinreden, selbst bei Dingen, die so offen, bei wirtschaftlichen oder rechtlichen Dingen, da muss man sich jetzt eigentlich nicht noch eine Geschichte zu ausdenken. Manche Dinge sind so klar, brauchen wir jetzt nicht anders darzustellen, aber es gibt kein Lebenssachverhalt, der nicht von ihm aus anders dargestellt wird, als er ist. Und dummes Zeug, ja. So ein Gespräch kann man sich schenken. Ja. Ja. Er ist nett und lieb, aber du kannst auch eine Wand antexten. Das ist, es ist einfach, du hast gar nicht eine vernünftige Gesprächsebene, weil in einer, sagen wir mal, Fantasiewelt lebt. Da legt sich alles so zurecht, wie so, dass er damit klarkommt, dass er alles im Griff hat und er der Tollste aller Tollen ist und alle anderen sind blöd und haben keine Ahnung, sind unverschämt und die muss er alle kontrollieren und prüfen und so weiter und so weiter. Die Tatsachen sind nicht genau umgekehrt, nicht? Also schon das eine oder andere zu laufen, was jetzt, würde ich mal sagen, nicht so sorgfältig ist, mal sehr vorsichtig. Ja. Würden wir anders machen. Anna, letzte Frage. Was empfiehlst du anderen, die jetzt quasi sich gerade getrennt haben von einer narzisstischen Person? Was empfiehlst du denen, wie es weitergeht? Weil diese Trennung an sich ist ja nicht, das ist zwar der erste Schritt in die Freiheit, aber damit ist das Thema ja nicht durch. Also erstmal würde ich denjenigen sagen, herzlichen Glückwunsch. Sei so stolz auf dich, dass du diesen Schritt gemacht hast. Der ist so schwer. Ja. Und wirklich, sei total nett und lieb zu dir, lob dich, fühl dich großartig, liebe diese Freiheit, liebe den Erkenntnisgewinn, die Stärke. Es wird nur besser. Es wird alles nur besser. Und es liegt nicht an dir. Du bist Opfer. Und
ja, nochmal das Bild, wie so eine Fliege am Fliegenfänger. Du konntest nicht anders. So, und du weißt jetzt, das ist jetzt gar nicht gut. Kommst auch wirklich nie wieder hin. Und alleine sein, also ich glaube, das Falscheste, ja, gehe ich natürlich auf ein Terrain, was mir nicht zusteht, aber das Falscheste, glaube ich, ist, in eine nächste Beziehung zu flüchten. Alleine sein ist total klasse. Also alleine sein kann so viel heilen und aber auch gibt so viel Kraft, weil du plötzlich merkst, dass du selber so ein toller Mensch bist und so viel kannst und so viel Interessen hast und überhaupt niemanden braucht, damit das alles noch viel schöner ist. Und wenn man da eine Weile drin war in dieser Situation, sagt, ich brauche eigentlich überhaupt keinen Partner, um glücklich zu sein. Glück ist, was ist Glück? Aber ich bin mir selber vollkommen genug. Dann wird sich sowieso was ergeben. Ist so. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber auf gar keinen, ich würde auf keinen Fall raten, die würde auf keinen Fall raten, die eine Beziehung mit der anderen zu heilen. Das geht nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Und warum ist man denn auf diesen Typen, ich sag mal, reingefallen? Weil man selber ja auch unsicher ist, weil man zu empathisch ist. Also man hat das ja auch, dass den Narzissten haben ja Partner, die sehr empathisch sind. Ja. Die versuchen ständig, den anderen zu verstehen. Und warum ist er denn so? Und ja, es liegt an mir, aber wahrscheinlich tut es ihm auch nicht gut und er hat so viel Stress. Und du machst ja ständig Entschuldigung für den anderen. Und insofern sind wir dann auch sehr, sehr anfällig. Deswegen müssen wir erstmal an uns selber denken. Und das ist am besten, wenn man alleine ist. Ja. Das kann ich nur empfehlen. Und in der Zeit, wo man alleine ist, hat man alle Zeit, alle Kraft, alle Energie, sich auf sich zu konzentrieren, sich selber zu heilen, das aufzuarbeiten, zu lernen, mit sich selber glücklich zu sein. Ja. Und wenn dann ein Partner kommt, und der kommt dann auch natürlich auf einer anderen Ebene an, dann ist das, sage ich immer, das Sahnehäubchen obendrauf, was das Glück noch schöner macht. Richtig. Wie du gesagt hast, es ist sowieso schon schön. Und dann kommt noch quasi das Sahnehäubchen obendrauf, was das Ganze noch leckerer, noch schöner macht. Aber das erreiche ich halt, ist meine Erfahrung von mir selbst und auch mit vielen Kunden am ehesten, wenn ich an mir selber arbeite, wenn ich das aufarbeite, mich hinterfrage, reflektiere und dann mit diesem neuen Ich quasi in eine neue Beziehung gehe. Ja, genau so. Ja. So, liebe Anna, bei dir kommen die Handwerker, ich höre es. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Ich denke, du hast vielen sehr viel Mut gemacht gerade und sehr viel Inspiration gegeben. Und ja, dir alles, alles Liebe weiterhin. Danke. Und beruflich und privat viel Erfolg. Und wenn du, liebe Hörer, liebe Hörerin, Unterstützung möchtest bei deinem Neuanfang nach Narzissmus, dann melde dich gern bei mir. Den Link zur kostenlosen Kennenlern-Session packe ich in die Shownotes rein und dann freue ich mich, wenn wir uns sehen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Lass gerne ein Like da, kommentiere gerne, frage gerne und ansonsten hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.